Am Sonntag, den 13.02.2022, geht es für unsere Arminia ins 331,1 Kilometer entfernte Sinsheim, wo ja bekanntlich der sympathische kleine Dorfverein TSG 1899 Hoffenheim spielt. Auf diesen aus eigener Kraft etablierten Bundesligisten schauen wir natürlich wieder nach dem Intro. Noch vor wenigen Wochen konnte man unseren nächsten Gegner auf Tabellenplatz Nummer 4 wiederfinden. Das wäre die Champions League Qualifikation gewesen. In der Gegenwart findet man sie nur noch auf Platz 8 wieder. Die letzten drei Spiele verloren sie allesamt. Das waren die Spiele gegen Union Berlin 1:2, dann gegen Dortmund 2:3 und letzte Woche das 0:2 beim FSV Mainz 05. So steht man in der Rückrundentabelle vollkommen zurecht auf Tabellenplatz Nummer 16. Die Spielweise der Hoffenheimer ist ähnlich wie die von unserer Arminia, nur dass ihr Spiel viel mehr auf Ballbesitz ausgelegt ist. Das ist natürlich eine gute Mischung. Viel Ballbesitz und dann schnell den Weg nach vorne suchen. Dafür haben sie natürlich die perfekten Spieler wie zum Beispiel Ilias Bebu, Jorginho Rüter oder auch David Raum. Das sind alles sehr, sehr schnelle Spieler, die auch gerne mal über außen richtig Tempo machen. Das sieht man auch an der Rubrik intensive Läufe. Da sind die Kraichgauer nämlich Ligaspitze. Hier kommen sie auf 15.884 in der laufenden Saison. Genauso wie Arminia setzen sie also auf Laufen. Laufen, Laufen, Laufen. Ligaweit macht man die viertmeisten Kilometer. Insgesamt kommt man hier auf 2.479,2. Besonders gerne flanken sie auch von außen in den Strafraum. 286 versuchte man dies insgesamt, damit Platz 2 der Liga. Darauf sollten sie sich aber nicht wirklich konzentrieren, denn oft klappt das nicht. Zum Beweis, David Raum ist Ligaspitze, wenn es um erfolglose Flanken aus dem Spiel geht. Vom Spielerischen her sehe ich aber auch ganz klar Vorteile für unsere Arminia. Da wäre zum einen die Lufthoheit. Unsere Spieler sind im Schnitt einfach größer und somit gehen sie auch öfter und erfolgreicher in den Luftzweikampf. Die Hoffenheimer gehen insgesamt 179 mal weniger in die Höhe und stehen auf Tabellenplatz Nummer 14 mit 400 gewonnenen Kopfbällen. Und Punkt 2, unsere Jungs sind einfach generell viel bissiger. Das sieht man auch an den gewonnenen Zweikämpfen. Arminia steht mit 3115 Zweikämpfen nur knapp nicht an der Ligaspitze und bei Hoffenheim sind es nur magere 2079. Also halten wir fest, bei Arminia geht es natürlich viel um Kampf und bei Hoffenheim um Ballbesitz und dann das schnelle Umschalten auf die Außen. Ein paar statistische haben wir jetzt schon abgearbeitet, jetzt kommen wir zu den generellen. Zunächst die Vorteile für Arminia. Genauso wie die Gladbacher können wir die Hoffenheimer weiter in die Krise schießen. Während Arminia die letzten 6 Spiele nicht verloren hat, holten die Hoffenheimer aus den letzten 5 Spielen nur 4 Punkte. Das müssen wir natürlich wieder mal ausnutzen und unsere Formkurve einfach bestätigen. Punkt 2 wäre dann die Rückrundenschwäche der Hoffenheimer. Hoffenheim ist einfach keine Mannschaft für die Rückrunde. Das haben sie schon so oft bewiesen. Entweder man spielt die Hinrunde sehr gut und die Rückrunde sehr schlecht, was meistens vorkommt, oder man spielt die Rückrunde sehr schlecht und dann die Hinrunde gut. Kommt aber eher selten vor. Und zum letzten Punkt, sie haben einigermaßen viel Verletzungspech. Insgesamt müssen die Hoffenheimer auf 6 Spiele verzichten, von denen sind 4 wichtig bzw. auch sehr wichtig. Das wären zum Beispiel Kevin Akboguna, Pavel Kadarabek, Robert Skov und Andrej Kramaric. Gerade Andrej Kramaric tut natürlich sehr weh, obwohl er nicht wirklich an seine Form aus der letzten Saison rankommt. Nur nochmal zur Erinnerung, in der letzten Saison, als wir in Hoffenheim gespielt haben, mussten sie auch auf Kramaric verzichten und das tat den Hoffenheimern gar nicht gut. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Die TSG hat schon oft bewiesen, dass sie es spielerisch einfach drauf hat. Ich denke mal, dieses Spiel wird den gleichen Charakter wie das gegen Gladbach haben. Die TSG will sich aus der Formkrise schießen und Arminia ist ja bekanntlich immer ein sehr gern gesehener Gast für sowas. Mit dem nötigen Teamgeist, den es braucht, werden es die Hoffenheimern unseren Arminen auf jeden Fall nicht leicht machen. Und natürlich muss man ja auch ansprechen, einer der wichtigsten Arminen ist diesmal nicht mit dabei.
Patrick Wimmer hat im letzten Spiel gegen Gladbach seine 5. gelbe Karte gesehen und wird nicht spielen. Ihn 1:1 zu ersetzen ist natürlich nicht möglich, aber ich denke mal, dass Brian Lassme hier spielen wird und der hat ja schon oft gezeigt, dass er ein guter ist. Passend zur Spielweise der Hoffenheimer spielen sie gerne im 5-2-2-1. Jetzt gucken wir auf eine mögliche Startaufstellung der Hoffenheimer. Im Tor steht natürlich Olli Baumann, ein solider Bundesliga-Keeper mit Stärken und Schwächen. Der rechte Außenverteidiger ist normalerweise Kader Abeck. Erst wurde er ja durch Akpoguma ersetzt, der fällt er jetzt auch aus. Jetzt muss diese Position Ilas Bebu begleiten, dessen Stärken deutlich mehr in der Offensive liegen. Die Innenverteidigung besteht aus Stefan Posch, er hat sich aus der eigenen Jugend hochgearbeitet und ist jetzt unverzichtbar in der Innenverteidigung. Dann natürlich Kevin Vogt, gerade wegen seiner Erfahrung natürlich sehr, sehr wichtig. Und der letzte wäre Benjamin Hübner, er ist jetzt nach langen Rückenproblemen wieder voll dabei und in der Startelf gesetzt. Der linke Außenverteidiger ist David Raum. Vor der Saison kam er aus Fürth und hat sich einfach super entwickelt, ganz klar die Startelf. Wir kommen zum zentralen Mittelfeld, dort spielt zum einen Dennis Geiger mit 23 Jahren einfach schon sehr, sehr wichtig für die defensive Stabilität im Team. Sein Partner wird Florian Grillitsch, erfahrener Mann, der den Verein schon seit 4 Jahren kennt. In der Offensive wird Jorginho Rüther aller Wahrscheinlichkeit nach den verletzten Kramaric ersetzen. Neben ihm wird Christoph Baumgartner spielen, ordentlicher Spieler, der auch schon 3-mal in die Saison treffen konnte. Im Sturm steht dann Mumas Dabur. Es wird natürlich sehr von der Tagesform von Hoffenheim abhängig sein. Auf dem Papier ist es immer sehr, sehr ekelhaft gegen sie zu spielen, aber ich denke mal, wenn sie jetzt in diesem Negativlauf bleiben, dann wird es für unsere Arminia mindestens mal einen Punkt mitzunehmen geben. Mein Tipp wäre hier ein 1:1, weil ich es einfach aus den letzten Spielen gegen Hoffenheim schon so kenne. Und es sagt mir einfach mein Bauchgefühl. Ihr könnt natürlich gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was euer Tipp ist. Wie ihr dieses Spiel seht, wird es eine dicke Überraschung geben oder eher nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zu diesem Spiel. Und dann bin ich raus für dieses Video. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!